Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen. Ich möchte ein Projekt vorstellen. Das ist ein Vortrag, kann man sagen, oder ein Vortragsbereich am Wochenende, wie üblich. Und da soll es gehen um die Nachhaltigkeit und die Sinnhaftigkeit im islamischen Sinne. Das nenne ich ganz bewusst so, weil ich hier meine, im islamischen Sinne, auch hier, wenn man hier lebt, wenn man hier existiert, und wenn man versucht, sein Leben sinnvoll zu gestalten, dann tut man das ja in diesem Sinne als praktizierender Muslim. Aber in diesem Beitrag wird gefragt werden, was ist wirklich Ganzheitlichkeit und was ist Sinnhaftigkeit? Kann es zum Beispiel Sinnhaft und Ganzheitlichkeit bedeuten, wenn ich hier versuche, ganz biologisch korrekt etwas zu konsumieren, wozu in einem anderen Teil der Erde Anbauflächen bereitgestellt werden müssen und die dortige Einwohnerschaft Mangel leidet? Kann ich das religiös, moralisch vertreten? Das muss nicht sein, aber das ist oft so. Und das ist nur ein Aspekt des Ganzen. Und kann ich von Ganzheitlichkeit sprechen, wenn ich zum Beispiel meine Nahrung ganzheitlich umstelle, meinen Bewegungsablauf ganzheitlich umstelle, aber gleichzeitig verwende ich Technik, die dieser Ganzheitlichkeit hohn spricht? Wir leben im Grunde in einer völligen Zerspaltung. In unserer Persönlichkeit, in unserem Muslimsein, in unserer Nutzung der Umwelt und ihrer Ressourcen. Ich sage nicht, dass ich eine Patentlösung habe, aber ich möchte auf Teillösungen hinaus, damit die Menschen eine Chance haben zu sagen, hier habe ich einen Brocken, einen Abschnitt, einen Milestone-Bereich, wo ich wirklich etwas tun kann, Stück für Stück. Und am Ende muss man natürlich sich etwas überlegen. Man muss sagen, wenn mein Ziel darin besteht, dass ich Ganzheitlichkeit und Sinnhaftigkeit in meinem ganzen Sein und Existieren haben möchte, dann bliebe nur übrig, dass man eben auch zur grundsätzlichen Veränderung der Lebensform kommen müsste. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Ganzheitlichkeit und Sinnhaftigkeit und Konsumdenken passen nicht zusammen. Wellness um jeden Preis passt damit ebenfalls nicht. Und auch nicht ein bequemes Wirtschaften. Auch das Wirtschaften nicht. Das heißt, alle Bereiche unserer Existenz, unseres Lebens, sind durch diese beiden Fragen erfasst. Also nochmal, es wird an diesem Wochenende gehen um die Frage Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Und das ist weiter gefasst, als wir es üblicherweise tun. Wir verstehen das hier nicht als wirtschaftliches Element, dass wir sagen, es geht darum, dass man einigen Firmen, die in dem Sektor sehr tätig sind, quasi absolut vertraut und sagt, jetzt habe ich ganzheitlich meine Nahrung umgestellt und mein anderes Leben ist nicht ganzheitlich, macht ja nichts. Nein, sondern es geht darum, dass man etwas aufbaut oder dass man überlegt, wie man in absehbarer Zukunft zu diesem Aufbau kommen könnte. Es wird Folgerungen daraus geben und diese Folgerungen werden uns vor ganz grundsätzliche Fragen stellen, nämlich, wir werden eine Lösung erkennen und sie nicht wollen. Wir werden eine Lösung finden und fürchten uns, sie einzusetzen. Wir werden Lösungen entdecken und wir können uns nicht dazu durchringen, sie zu begrüßen. Wir werden auch Lösungen finden, die wir vielleicht für uns alleine treffen können, aber wir werden unsere Familien, unsere Kinder, unsere Eltern nicht mitnehmen können, weil sie diesen Weg nicht gehen wollen. Was dann? Diese Fragen sind für mich viel vordringlicher als rein technische. In dem Sinne freue ich mich, wenn Sie Interesse zeigen und teilnehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.